Freitag, 15.12.2017, 9.03 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Brandet-Schandl-Dieser, der Konjunkturaufschwung in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Bundesbank noch weiter verstärken. Die deutsche Wirtschaft werde in diesem Jahr um 2,6% und 2018 um 2,5% wachsen. Bei ihrer letzten halbjährlich vorgelegten Wachstumsprognose im Juni hatte sie noch mit 1,9% Zuwachs im laufenden Jahr und 1,7% 2018 gerechnet. IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Outstream, IF, Type of ADI, gleich undefinit, ADI.ADI, Mitte-1, die deutsche Wirtschaft profitiere von einer starken Nachfrage nach Industriegütern aus dem Ausland, zudem kurble die gute Lage am Arbeitsmarkt den privaten Konsum und den Wohnungsbau an. Wir werden nicht nur im laufenden Winterhalbjahr ein anhaltend hohes konjunkturelles Grundtempo sehen, sondern auch im weiteren Verlauf des Jahres 2018 wird die deutsche Wirtschaft kräftig expandieren, sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Allerdings werde der breit angelegte, kräftige Aufschwung reifer und sich daher mittelfristig abschwächen. In den Jahren 2019 und 2020 sei dann noch mit einem Wachstum von 1,7 und 1,5% zu rechnen.